Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück in der Zombie-Welt von DayZ. Und der Denzi ist auch hier, der Dennis. Oh Gott, war Denzi. Der schlecht. Der Denzi. Das wird ja immer schlimmer. Oh, Sarah. Komm, der nächste DayZ-Witz. Jetzt war es beim letzten Mal schon so scheiße, da konnte ich nur einen drauflegen. Ich weiß schon, wen ich in, wenn ich Handschellen abfoltern werde und fesseln werde. Ja, das geht tatsächlich. Und dann willst du uns mit verrottetem Fleisch füttern. Ja. Aber wenigstens gibt's mal Fleisch auf dem Tisch. Ja, unsere Charaktere sind ein bisschen hungrig. Wir müssen jetzt echt hier nach Elektro, hatten wir ja die letzte Folge beendet, und uns diese Stadt mal anschauen. Also, wir haben auf der linken Seite einen Kran und ich kann eine kleine lustige Geschichte erzählen. Wir sind da mal runtergefallen, als wir aufgenommen haben, und da war alles für den Arsch. Ja, das war die Anekdote. Aber man kann ja mal sagen, weil wir da Kamera checken wollen. Ich finde es aber ein bisschen krass. Also, der Kran ist eigentlich gar nicht so hoch und wenn man da runterfällt, ist man direkt tot. Ja, die Beine gebrochen zumindest. Oh, ja, das würde ich ja noch verstehen. Das würde ich ja noch verstehen mit den Beinen, dass die Beine gebrochen sind, aber doch nicht direkt tot. Sollen wir mal hier vorbeischauen? Vielleicht gibt es hier irgendwas in dem Lagerhaus. Ja, Lagerhaus eigentlich durchzuchecken ist gut. Aber Walle, nicht immer alleine laufen. Wo bist du? Wo bist du, ja? Ja, ich verstecke mich. Findet mich doch. Geil, hier können wir super Verstecken spielen. Auch. Immer den Geruch nach. Ja, und dann kommt ein Zombie. Oh, da sind Zombies. Im Lagerhaus. Dann guck mal, wie du das machst. Die haben mich noch nicht registriert. Wo ist der Benny? Wo ist der hin? Im Lagerhaus, in diesem, in diesem grauen Lagergebäude da. Aber du. Oh, Vorsicht, das ist ein Zombie. Ich höre den Zombie, Renn weg, wir können uns nicht wirklich verteidigen. The fucking Zombie is coming! Ach du Scheiße, jetzt geht's los hier. Komm, wir verprügeln den Zombie mal. Na, das könnte ins Auge gehen, ich würde wegrennen, das lohnt sich noch nicht. Ah, der eine hier hat eine Axt dabei, der Junge. Wer? Ja, der ist Killer. Wenn da einer unterwegs ist. Aber ich hab auch einen Basie, ey, ich hab einen Basie. Komm, ich mach den platt. Guck mal, weißt du, der Sacharzer? In die Kämpfe musst du dich, darfst dich nicht reinbegeben. Wenn du schlägst, kannst du schnell den anderen noch umhauen, weißt du? Du blutest, ist volle Möhre. Reiß dein T-Shirt auseinander und verbinde dich, schnell. Oh, warte, wie geht denn das nochmal? Ach ja, hier. So. Da will ich aber gerade wer verarzten. Da verbindet dich jemand. Zwei Leute verbinden dich. Wo hast du? Hammer. Die Sanitäter. Sehr geil. Guck mal, meine Sklaven. Entschuldigung, aber. Entschuldigung. Aber sie knien so vor mir mit ihren weißen T-Shirts. Hier ist noch ein Zombie. Noch ein Zombie. Oh ja. Weißt du, der Sacharzer ist so ein Halunke, der lockt uns die Zombies an und rennt dann weg. Ich zeig dir mal aus der Nähe. So sieht übrigens der Tobi privat aus, immer nachdem wir GTA online 6 Stunden aufgenommen haben. Ah, hat er dich wieder erwischt. Scheiße, Alter. Scheiße. Der Mann mit der Axt macht das, das ist super. Der wird auch gerade angegriffen. Oh, der ist AFK, glaube ich. Oh mein Gott. So, ich verbinde mich mal selber. Warten wir, bis er stirbt und stehlen uns die Axt. Ja, ey, du hast ihm schon den einen in den Rucksack geklaut. Wir müssen ihn irgendwie retten. So, ich bin nicht mehr am Bleeden hier. Ey, das ist bleeding. Ich setz mich mal hin. Ja, ich hau auch mal drauf. Ja. Oh, komm, wir hauen uns gleich wieder gegenseitig. Ja, müsst ihr aufpassen. Ja, müsst das aufpassen. Ist echt übel. Mann, wie doof der Zombie gerade in der Wand glitscht, Alter. Ach du Scheiße. Alter, den hast du gleich. Ich stech rein. Komm, Walle, stech ihn ab! Was hast du denn hier? Schraubenzieher? Ja, Schraubenzieher. Benni, halt du dich da raus, Benni. Du hast keine Waffe, Benni. Ist scheiße für dich. Der rennt dir hinterher. Scheiße. Warte mal. Ich hab ihn getroffen. Walle, stech mich nicht ab, ey. Ich mach mal gerade den Spielsound doch noch ein bisschen höher, weil das ist doch... die Gesamtlautstärke ist bei mir angeblich auch voll. Stell dich sicher, als haben wir mal ein Stück lieber runter, oder? Ja, dann Effekte vielleicht nach oben. Alter, der will nicht draufgehen. Jetzt endlich. Mann. Boah! Du hast ihn. Hat er was? Er hat nichts. Aber ich bin wieder am Bleeden, aber. Ja, dringend musst du dich verbinden. Oh, ja, da kommt noch einer! Nein! Scheiße, der haut mich. Nein. Hör auf mit dem Essen. Scheiße, ich blute. Der Sarazabi vom Zombie gegriffen und isst erstmal was. Ja, ich hatte ja gegessen. Ja. Okay, warte. Use. Benny verbessert das die Skills, wenn man die Zombies schnell verbinden. Ich glaube nicht, nee. Ja, man, der schade. Wird nicht. Okay, Walle, mach du mal. Das ist voll sinnlos, was wir hier machen. Wir verhungern alle nur. Ja, das ist ja total. Wir müssen blöd. Nach Elektro, Leute. Wir müssen nach Elektro. Ohne Scheiß. Ich töte den Zombie noch und dann haben wir nach Elektro ab. Warte mal, Walle, geh mal das Lagerhaus mit Benny. Geh mit Benny das Lagerhaus. Nee, da ist nichts drin. Ich war ja drin. Ich bin ja oben lang, hab mir so gesneakt, weißt du? So, er ist tot. Ich guck mal, was hat und dann verbinde ich mich nochmal. Ich muss die mein Zombies T-Shirt haben reißen. Leider fast nie was. Ja, hast du recht. Warte noch eine Sekunde auf mich. Ich kann mich mal gucken, ob ich noch was hab hier. Aber das ist echt nur Mist. Ein Bandana, wenn du es haben willst. Kann man auch mal anziehen hier, theoretisch. So sieht's dann aus. Okay. So, man muss die beiden Jungs immer ein bisschen in den Bobbes treten.
Wir wollten nach Elektro. Ja, wir gehen hier schon weiter. Wir sind schon da. Ja, warte doch auf mich. Ja, wir sind schon hier in der Area, Alter. Uns in den Poppes treten. Benny, willst du Faustkampf? heute nicht. Herrlich. Nee, in dem Spiel ist gegeneinander PvP ist nicht so clever. Vor allem, weil ich einen Baseballschläger habe. Oh, ich muss unbedingt was essen. Hat jemand was von euch zu essen? Nee, ne? Okay, wir müssen unbedingt in die Stadt, Leute. Komm, wir gehen mal hier über die Hauptstraße Richtung Stadt. Ich weiß, man soll über Asphalt eigentlich nicht laufen, weil das laut ist, aber das machen wir jetzt einfach mal. Aber da vorne ist noch eine Farm. Wollt komm, wir müssen in die Stadt, Alter. Wir müssen in die Stadt. Wir brauchen alle was zu essen. Wir müssen zum Krankenhaus. Oh, meiner ist auch wieder durstig, mein Typ hier. Ja, komm, ab rein da. Ab rein in die Stadt. Wir müssen sonst am besten, wenn wir Wasser finden, da diese Tabletten reinwerfen, damit das nicht bakterienhaltig ist, weil sonst kannst du auch krank werden und all sowas. Ja, also es ist wirklich Survival vom Feinsten. So, warte mal, wir gucken mal, ob hier irgendwo ein Brunnen ist oder sowas. Okay, Benni, wir gehen mal ins rechte Haus jetzt, in das dunkle Haus. Die Tür ist zu, ne? Ja, langsam, Benni, langsam reingehen. Ja, in den Häusern könnten überall Zombies lauern. Oder ist die Tür, war die Tür auf? Nee, ich hab die aufgemacht. Okay, dann ist es ein gutes Zeichen. Pass auf, Benni, ne? Nicht, dass du gleich vor einem Zombie stehst, du bist nämlich unbewaffnet. Aber hier ist nichts, oder? Ja, die kleinen Häuser sind auch doof. Warte mal, kann man was mit dem Eimer machen? Nee. Kleine Häuser sind doof, hast du recht. Okay, jetzt müssen wir die Stadt hier unter die Lupe nehmen, aber vorsichtig sein, denn überall könnten halt welche sein. Ja, hast du recht. Da hast du recht. Okay, das sind nur Mitspieler, aber ich glaube, wir sind hier mit so einer Truppe unterwegs, falls ihr euch fragt. So, ich guck mal gerade. Wir brauchen das Krankenhaus, Jungs. Das war bei der Kirche, glaube ich. Bei diesem. Da. Warte mal, hier ist dieser Platz. Ich laufe mal direkt zu dem E-Werk. Wir sollten uns echt nicht verteilen. Wir sollten uns nicht verteilen. Ich komme mit dem Benny, wir sind ja genügend. Ja, aber ist auch irgendwie doof, oder? Wenn der eine immer hinterher hängt. Komm zum E-Werk. Da gibt es auf jeden Fall die beste Beute. Hier in der Stadt. Müssen auch Hotels und Feuerwehrwachen durchgucken und auch die Kirche, da gibt es auch Sachen. Die Stadt heißt bestimmt sogar übersetzt Elektrowerk oder so. Was heißt Stadt? Das ist wahrscheinlich Elektrowerk oder sowas. Ja, könnte ich mir vorstellen. Oh, die Tür ist offen. Schade. Ja, das bedeutet wahrscheinlich, dass schon jemand vor uns hier war, ein anderer Spieler. Mhm. Wer das wohl war? Handschellen. Aber warte mal, Jungs, da rennt ein Zombie, da rennt ein Zombie hinten zum Elektrowerk. Geil. Oh nein, aber ich hätte erstmal einen Rucksack finden müssen. Ich kann den aber gerne an mich nehmen. Jungs, hört mir zu, vor dem Elektrowerk. Soll ich den näher? Hier oben liegt auch noch eine Pistole, Alter. Wir müssen uns hier gerade konzentrieren. Wir haben absolut Knarren und alles. Seid ihr im E-Werk? Ja, wir sind im E-Werk. Komm mal hier hoch, Benny. Ist das hier das E-Werk? Bin ich falsch? Mit der Leiter. Gasmaske. Ja, sammel du das mal alles ein. Ich habe keinen Platz. Ich bin in der Feuerwehrwache. Wir haben uns verloren, Jungs. Ja, du weißt. Oder, ach, das bist du hier, Benny, oder? Hä? Ja. Bist du das hier? Hier ist noch ein Colt. Leute, hier liegen voll die Waffen rum. Boah. Ich werf die Stöcke weg. Wo bist du denn? Wo bist du denn, Sarazza? Ich bring was mit. Eine Magnum. Mit Mandeln. Benny, komm mal mit. Nee, ich suche da ist noch ein Messer drunter. Alter Schwede. Ich könnte mir meine Black Jeans hier ausziehen gerade. Hast du Rucksäcke? Hast du mehr? Jägerhosen nehmen. Mega-Zeugs. Alter Wahnsinn. Das ist der Jackpot gerade. Ich bin hier auch in der Feuerwehrwache. Ich guck gerade mal nach. Ja, Stücke kann ich da liegen lassen. Gibt hier aber wieder gar nichts. Wir sind anderer Spieler. Wer ist das? Wow, was ist das denn hier? Kannst dich aufheben, mein Inventar. Ist das überhaupt was? Oder ist das einfach nur ein Trümmerstück? Warte mal. Hätte ich aufheben können. Ist nichts Besonderes. Aber hier ist auch ein anderer Spieler. Warte mal, bist du das, Walle? Ah, das bist du, ne? Jungs, das ist eine Feuerwehrwache. Das ist kein E-Werk hier. Natürlich ist das eine Köppe. Nee, das ist die Feuerwehrwache, oder? Aber das ist doch ein Dampfding und alles. Ich meine, das ist Zombie. Warum braucht der eine Feuerwehrwache so ein Rohr? Alter, aber komm mal her, ich hab was für dich. Achso, du hast einen Rucksack, ne? Hier, eine Magnum. Ja. Hier, nimm die. Nimm die an dich. Rau alles an raus, ich brauche 4 Slots. Aber der Magnum ist noch nicht. Oder soll ich die nehmen? Hier liegt noch keine. Ach da. Ich verwalte die vielleicht. Weil sonst muss was auch. Ich hab den. Wie viel Munition hat man denn? Gar nichts erstmal. Wir haben noch gar keine Munition. Das heißt, wir müssen jetzt Munition finden. Ich habe auch noch eine andere Wumme. Leider auch noch keine Beschreibung, was für Munition reinkommt. Und hier ist noch ein Small Protector Case. Das muss man in die Hand nehmen. Ein Zombie, das auf mir rumglitscht. Warte mal, Walle, nimm mal bitte den Magnum wieder. Liegt der irgendwo hier rum? Da, nimm den mal wieder. Ja, Bier ist halt weil der bringt, nehmen, der, ne? bringt ja. der bringt nichts. Hast du aber was zu essen? Hast du was zu essen oder zu trinken? Ich habe noch ein bisschen was, aber echt wenig. Okay.
Also wollen wir mal, ich bin auch wieder hungrig und durstig. Wollen wir mal hier die Leiter hochgehen und aufs Dach gucken, ob wir da ins Gebäude rein können, weil das sieht schon so sehr einfach aus. Die Dosen sollte man echt nehmen, wenn man richtig durstig ist, wahrscheinlich lieber. Ja, aber hier steht, dass er wirklich unbedingt was zu trinken braucht. Ah, dann hätte ich dir das gegeben. Oh, ja, ich bin warte, guck doch schnell auf die Karte. Ja, ich habe die jetzt nicht vergrößert. Wenn ich die jetzt anklicke, minimiert sich bei mir das Spiel vermutlich. Okay. Ist auch nicht so super. So, weil hast du. Kann ich die nicht in die Hand nehmen? Eine? Ja, eat. Irgendwie hakelt das Menü manchmal, glaube ich. Ich glaube, das liegt da an Lex, oder? Kann sein. Aber ich habe jetzt gerade gar keine Lex. Ey, warte mal. Ich habe hier gerade einen Zombie gehört. Ja, ja, da ist ein Zombie draußen. Ne, das bin ich, glaube ich, der verletzt ist. Ich brauche was zu trinken. Ich bin am Verdursten. Ach, scheiße, dann hätte ich dir doch meine Dose gegeben gerade. Ich habe mich auch noch. Ich bin immer noch thirsty. Okay, ja, komm, wollen wir mal einen Brunnen suchen? Ja. Lass uns einen Brunnen suchen. Ich auch so ein bisschen. Ich habe jetzt so eine Gasmaske an auch, ne? Ja, du beugst dich aber gerade wunderschön über. So, komm, wir laufen mal Richtung Innenstadt. Irgendwie reagiert das Menü bei mir nicht mehr. Ich weiß nicht wieso, aber es ist wurscht. Ja, bei mir. Ich freue mich. Geile Kram. Also ich habe 3 Pistolen, Jungs. Wir brauchen nur noch Munition. Ja, wo bist du jetzt, Walle? Bist du bei mir noch? Hä? Also bei mir, kann sein, dass ich vom Server geflogen bin. Weil bei mir tut sich gerade auch nicht viel. Ah nee, doch, jetzt ist die Brille auch ausgezogen. Moment, das kann man im Inventar gut testen. Wie gesagt, alles nur Early Access Beta. Aber ihr seht, jetzt ist alles sehr verzögert im Moment. Der Server scheint ein bisschen gerade zu kreuchzen und zu fleuchzen. Wo bist denn du hingelaufen? Bei mir ich bin gerade vom Elektrowerk weg. Ja, wohin denn? Auf die Wiese davor. Wiese? Ne, bei mir bist du nirgendwo hier. Ich bin auf der Wiese. Bist du aus dem Tor raus? Geradeaus? Nee. Ich bin jetzt, ich gehe jetzt gerade wieder auf die Straße, wo wir gekommen sind. Also Benni, wo bist du? Auf so einem Feldweg jetzt. Oh. Ja, warte, wir warten noch auf den Benni, dann gehen wir zusammen. Lass da hin zum Brunnen, ja, Leute. Ja, kommt mal rüber. Wir müssen dringend zum Brunnen und ich werde meine Wasserflasche auffüllen. Ja, los geht's, Walle. Läufst du gerade oder stehst du noch? Ich laufe. Bei mir stehst du. Ich suche hier verzweifelt. Ich sehe euch überhaupt nicht. Aber es gibt noch echt viele Sachen, die hier rumliegen. Wo bist du noch in dem Elektrowerk? Ich bin gerade auf dem Weg ins Dorf. Nee, ich meine Benni. Nee, ich bin schon im Dorf. Ich guck gerade in die Häuser rein. Mach ich auch mal gerade. Vielleicht gibt's hier was zu trinken. Was man sagen kann, ihr könnt natürlich... Ihr könnt das Let's Play, wie geht ihr online, aus 3 Sichten sehen. Oh, hier ist ein Haus. Warte mal, ich komme hier rein. Ich keinen Rucksack gefunden. Nee, noch nicht leider. Scheiße. Boah, ich brauche unbedingt was zu trinken. Ah, die Grafik ist schon knaller. Also Arma 3 Engine, das sieht schon sehr nice aus. Oh, ich krieg gerade ein Lex-Symbol. Ja, ein gelbes, ne? Oh. Nein. Seit 12 Sekunden keine Nachricht. Wie lange ging die Folge denn jetzt? Weiß das jemand? Ach, leider nur 10 Minuten oder so. Ja. Okay, dann gucken wir mal. Vielleicht fängt der Server sich. Ich warte jetzt einfach mal ein paar Sekunden noch. Lass den Countdown mal runterlaufen. Ich logge mich lieber aus. Ich ganz auch, ehrlich, ich habe so schöne Sachen gefunden. Wir locken uns mal eben aus. Ich logge mich aber hier, wenn es geht, noch da vorne in so einem Gebäude aus, weil... Oh, da sind Spuds. Scheiße, die hätte ich gut gebrauchen können. Müssen wir mal einen anderen Server nehmen, Jungs. Ja, wir können uns ja nochmal probieren, neu drauf einzuladen, mal gucken. Aber manchmal werden die Server ja halt einfach zugemacht. Da brauchen wir auf jeden Fall noch einen eigenen. Ja. Und am besten im Moment halt, wie gesagt, einen Daylight-Server. Gehe ich mal auf Day. Ganz kurz. Das ist auch kurz fehlt. Ich zeige das Menü einfach jetzt auch mal gerade, weil es ja auch nicht ganz uninteressant. Ja, Day natürlich zu suchen ist äußerst clever, aber Daylight ist vielleicht nicht schlecht. Ja, das war nichts. Ich suche auch mal Daylight. Ja, Leute, also man muss sagen, es ist eben halt noch keine Version, die weit entwickelt ist. Also da muss man natürlich ein bisschen Verständnis haben, wenn es mal hier und da abkackt. Ich hätte dem MHSV Multigaming Daytime Server 24/7 48 Spielern. Vielleicht klappt das ja. Wie heißt der? MHSV Daytime. MHSV, ich such's mal. MHSV. Ich connecte mich soeben. Na, wenn wir jetzt noch länger brauchen, setzen wir einfach gleich hier mal einen Schnitt. Ah, doch, ist es Multigaming? Ja, ich glaube schon. Okay. Ja, ich schon gerade auch. Dauert aber sehr, sehr lange gerade der Connect, muss ich ehrlich sagen. Also irgendwas stimmt da nicht. Warte auf Host, dauert bei mir halt auch ewig. Nee, da stimmt geht das nicht. Immer ratatatata. Ich würde sagen, wir machen hier jetzt einen Schnitt und sehen uns gleich wieder. Gleich. Ja, da sind wir auch kurz.
Oh, wird geschossen? Oh, ja, oh. Ich habe Schüsse gehört. Wir sind jetzt auf einem anderen Server, weil der eine irgendwie abgewrackt ist, aber wir sind jetzt genau wieder hier, wo wir waren. Ein paar Sachen sind noch anders, weil es irgendwie nicht gespeichert hat. Hier laggt es leider auch wieder, aber ich hoffe, wir können drin bleiben. Bieten wir mal. Wo drum. Seid ihr denn, Jungs? Wo ich seid bin bei ihr dem, denn? Elektrizitätswerk. Dann laufen wir bitte über die Hauptstraße, da ich ist kein Zombies. Zombie. Ja, ja, ich auch, aber da ist gar keiner. Laufen wir über die Hauptstraße Richtung Dorf. Ich warte da. Wo ist denn der Benny? Lass uns mal wieder treffen, sonst ist es ein bisschen blöd, wenn wir uns alle trennen. Okay. Kommt mal bitte zu der Hauptstraße, wenn ihr so nett wärt. Ich mache mir gerade wieder Sorgen um die Verbindung. Da. Aber da ist es wieder weg. Alles klar, scheint noch zu funktionieren. Mein Ping ist eigentlich sehr gut, aber... So, der verstehe. Benny kommt angerannt. Ne, das ist der Walle hier mit der Maske, ne? Okay. Ich gehe wieder in Third Person. Ich weiß gar nicht, was ihr lieber seht. Irgendwie finde ich es cool, immer den Charakter zu sehen. Das mag ich so. Ja, ja, ich mache das auch. Hat diese Last of Us-Feeling ein bisschen. Warte noch auf den. Ich finde auch mit deinem Oberteil, siehst du ein bisschen da hinten aus. Da lauft ihr. Wir stehen hier, genau. Ach, da stehst du. Ich habe jetzt die Sonnenbrille auch immer noch an, aber die lasse ich jetzt auch. Wer steht denn? Das ist der mit der Axt. Ja. Okay. Wo bist du denn, Benny? Wir sind am Dorf. Wenn du vom E-Werk Richtung Dorf läufst, da stehen wir an der Straße. Guck mal, so sieht der auch cool aus, ne? Mit der Maske sieht der cooler aus. Nee, so. Ihr seid aber noch nicht auf der Hauptstraße quasi. Ja, nee, wir sind auf dieser nice. Zufahrtsstraße zum E-Werk. Ach da, guck mal, ich bin hier vorne, ihr könnt kommen. Also ich sag's ja immer aber wieder, wir dürfen uns nicht trennen, der mit dem Leute. Roten Helm. So, komm, wir gehen mal in das Haus, wir gehen mal in die Häuser jetzt, in das große Haus hier. Aber bitte nicht trennen immer. Ich habe keine Munition leider auch. Das verkacken wir. Die Knarre, das bringt dann also gar nichts, wenn ich die eigentlich in der Hand halte. Dann nehme ich lieber wieder den Schraubendreher. Ich höre Zombies, Jungs, ja. Ich höre, irgendwo sind hier welche, definitiv. Wir brauchen einen Rucksack, wir brauchen definitiv einen Rucksack. Ja. Der Walle hat zwar einen, aber der bringt liegt uns noch drei was. Ah, nee, das ist den hat er Clipping. Aber auch nur geschenkt bekommen. Cool, wie du da gerade durchgeglitscht bist. Ja, den habe ich geschenkt bekommen im Prinzip. Naja. Okay, pass auf, wir machen mal so eine Regel. Wenn einfach ihr das, der schnellste, wenn, der schnellste wenn ihr das, Loot. Wenn ihr das Haus verlasst, wenn ihr das Haus verlasst, ja, dann sagt Bescheid, weil dann treffen wir uns draußen. Immer wieder vor den Häusern. Okay. Ja, ich gehe ins grüne Haus mit grüner Pforte als nächstes. Okay. Also schön, dass wir uns nicht hier verlaufen oder ach, sowas. Nee, neuer Server, ne? Ja, ist ein neuer Server. Ach, das ist ja doof. Auf dem Server eben lag noch so viel rum. Ja, jetzt müssen wir erstmal uns wieder zurechtfinden. Also es ist echt noch Server. Obwohl es halt auch wenig hier, bringt, dass wir alle ins gleiche Haus gehen. Ja, ne? Ja, die sind auch auf dem Server. Okay. Wenn wir die Zombies hören, dann müssen wir echt aufpassen, Jungs. Also wenn wir da alleine gegen die Zombies, das haben wir ja gesehen, bevor wir den Cut gesetzt haben. Ich bin gegenüber von euch, also wir treffen uns immer, wenn jemand fertig ist, bitte immer auf der Straße wieder treffen. Das ist ein guter, eigentlich nicht so clever wegen den Zombies, aber... Ja, hier ist aber alles gelootet, natürlich. Boah, da schießt wer. Ehrlich? Ja. Aber es gibt ja auch einen Schuss. Wo? Das waren Schüsse. Wenn man mit der Waffe draufhaut, ne? Ich bin mir nicht sicher. Jemand. Also... Ich werde getroffen. Walle, du blutest, Walle. Geh mal weg. Oh. Scheiße, da schießt er. Da zieht jemand mit einem Sniper auf dich. Hau mal ab, nein. Oder? Komm, wir gehen mal hier rein. Alter! Oh Gott, ihr müsst mich verbinden. Durch die Wand. Was ist hier los? Muss mich ja bei verbinden. Mir ja, komm, mach mal. Nee, ich blute nicht, aber. Bei mir hast du gerade. Du wurdest aber auf jeden Fall angeschossen. Ich hab's genau gesehen. Ohne Scheiß. Nein, da kommen Zombies. Jungs, seht ihr? Wir müssen wieder gerade. Ah, warte. Wir müssen ein bisschen aufpassen. Rennen einfach überall rum und so. Wir locken die an. Scheiße, Mann. Da schießt jemand. Der ballert auf uns. Fuck, ich hau hier ab, ey. Wo denn? Ja, wir gehen hier hin. Alter, jetzt ist der Weg versperrt, weil da einer hockt. Komm, hintenrum. Ja, hier los geht's. Renn. Einfach durch die Mitte. Da oben ist der Typ, oder? Durch die Pampa. Ist das der Typ da oben? Komm, wir hauen ab zu der... Doch, da oben ist gerade jemand. Da ist ja gerade jemand. Lauf zum grünen Haus und wir verstecken uns erstmal da drin. Bevor wir unsere ganzen Sachen hier verlieren und alle wieder getrennt gespawnt werden. Der gehört doch zu uns, oder? Ist das einer von den Guten? Ja, der hat auf jeden Fall keine Waffe. Der hat keine Waffe. Also ihr seht, es gibt auch feindliche Spieler hier. Warte, rechts, und jetzt leckt es auch noch rum. Da war irgendwas. Scheiße, der schießt weiter. Komm, rein ins Haus. Renn, nicht ins Haus. Der sitzt jetzt mal in der Falle, der sieht uns doch. Renn weiter. Wir müssen weg, Leute. Alter Schwede. Da hat man noch ein Leck hier zwischendurch. Wir müssen uns irgendwo verstecken. Ich höre immer auf zu rennen. Wir müssen uns irgendwo verstecken, Leute, ohne Scheiß. Ja, Walle macht das schon clever. Komm, wir bleiben mal hier. Ja, wir sind ja alle runter, mitrennen. Also alle runter. Wir werden halt auch von den anderen, die sind halt auch am Start, aber es ist halt voll unauffällig. Da oben! Wo? Da ist jemand. Oh. Fuck. Nee, der ist nett, aber der verrät uns natürlich ungemein, wenn er jetzt zu uns rennt.
Wo ist denn der Feind mit der Waffe? Ja, der hat ein Scharfschützengewehr und probiert uns da zu dezimieren. Der will unsere Sachen haben. Also ihr seht, Leute, es gibt nicht nur freundliche Spieler hier in Daisy und Scheiße, der Spieler, wie der Sarah vorne zu dem Bauernhaus. Ja, am besten mal irgendwo in ein Haus rein. Komm mal mit, Benny, wir hauen mal zu dem Haus da ab. Da können wir uns erstmal verschanzen und gucken, was passiert. Und in nächster Folge bin ich dann mal gespannt. Ja, erstmal ins Haus. Das Problem ist, wir haben halt keine Munition für die Waffen, die wir brauchen. Und vielleicht verteidigt der nur sein Bauernhaus hier. Und davon mein Krass! Ja, hoffentlich. Ja, das gibt es echt, dass die Amerikaner, es gibt manche Amerikaner, die drehen dann durch, aber die gibt es kaum wohl in Daisy, ja. Ist mein Haus, verpiss dich. In Daisy gibt es sie umso mehr, vertrau mir. Ja, das kann auch wiederum sein. Komm hier auf. So, hier, ey, das ist ein richtig geiles Horror-Szenario. Wir sind jetzt alle hier in so eine Farm geflüchtet, irgendwo eine Pampa. Boah. Ich folge mal den Sarazar. Die wurde auch noch nicht besucht, das heißt, ihr könnt doch, macht jemand die Tür, der Letzte macht die Tür zu, damit der Spieler gar nicht denkt, dass hier jemand doch, drin ist. Doch, dann geht ihr umso mehr rein. Meinst du? Ich gehe immer die Häuser looten, wo die Türen noch zu sind, weil dann denke ich mir, okay, hier war noch keiner. Okay, warte, lass uns erstmal hier drin bleiben. Lass uns Vorsicht erstmal hier drin bleiben. Vor den Fenstern. Alter ja. Schwede. Lass uns erstmal hier drin bleiben. Boah, ja, wir sind so unauffällig, wenn die anderen fünf da unten rumrennen. Komm, wir gehen mal hier, komm mal mit. Hier sind keine Fenster, hier sind wir gut geschützt. Wie man auch so durch die Wände glitscht, natürlich alles Early Access. Komm mit, Jungs. Wo seid ihr? Da hinten? Hier liegt jemand. Achso, Benny oder was? Ja. Oh, Benny, sag doch was, ey. Kommt in die Scheune. Sarazar, ich dachte schon, geil, hat der einen Rucksack? Ja, ich dachte, ja, ich wollte schon mit dem Benny. Komm hinter dem Heuhaufen. Hinter dem Heuhaufen hier oben, da kommt der nie drauf. Ah, die hocken alle da draußen, Hunger, Jungs, ne? Jungs, kommt hier rein, da ist irgendwo ein Scharfschütze. Alle hier rein. Wir müssen ein bisschen aufpassen, wir sind viel zu auffällig. Ich hab denen das jetzt mal hier in Ingame-Voice-Chat gesagt, die Jungs. Ist ein deutscher Server, glaube ich. Auf jeden Fall die Jungs sind deutsch. Ja, die anderen deutsch. Jungs, das ist der Curry und so, die haben ja schon getroffen. Okay, wie kann man sich hinlegen, Benny? Wusste bis eben gar nicht, dass sie hier sind. Aber war das mal. Okay, pass auf, Walle, ich bin hier mal oben am Fenster, aber ich kann da nicht so gut durchsehen. Ich muss mich, glaube ich, hinhocken. Oh, ich guck mal, ob ich was sehe. Aber in der letzten Super Folge ey. Haben wir schon mit dem Bekanntschaft geschlossen, ne? Ich sehe aber oh, die Orange nehme ich mir. Geil, eine Orange. Oh, die ist ausgegessen, toll. Jungs, hört ihr mir zu? Ich habe gerade einen Blick aufs Dorf, aber ich sehe niemanden. Da ist niemand. Keine Ahnung, wo der hockt, ohne Scheiß. Ey, der würde uns ja kaum verfolgt haben bis hierhin, oder? Ja, wir haben jetzt aber das Problem. War auf jeden Fall, da hat auf jeden Fall wer geschossen, oder? Ist jetzt das Problem. Ich habe jetzt genau gerade die Sicht drauf. Ja? Guck mal hier, wenn du dich hier hinhockst, komm mal hier hoch. Wo bist du denn? Hier oben an der Scheune. Komm einfach hier rein. Ach so, du guckst da durch dieses Loch, ne? Ja, und dann setzt du dich hin und machst rechte Maustaste, dann kannst du auf das Dorf gucken. Aber ich sehe da auch niemanden. Es kommt auch niemand zu uns gerannt. Ey, wir müssen unbedingt wieder ins Dorf zurück. Hier gibt's gar nichts zu essen oder so. Wir sind am Abkacken. Siehst du? Da ist aber niemand. Ah, da muss ich mit der Ego-Perspektive gucken, ne? Ja. Ja, das kann sich dir jetzt nicht sagen, ob da im Dorf niemand ist. Wollen wir es mal versuchen? Auf der Straße ist niemand. Wollen wir es mal versuchen? Boah, es kann heiter werden. Nee, das sehen wir dann in der nächsten Folge, oder nicht? Ja. Ich bin mal gespannt, ob wir überleben. Also ich habe da wirklich ein bisschen Bange, weil der sitzt, ja, ich auch. Oh, da müssen wir unbedingt schnell was machen. Ja, weil der Typ sitzt da irgendwo und wartet nur auf die Beute hier, damit er uns alle schön den Rucksack klauen kann, vor allem vom Sarazar, unserem Rucksack. Ich habe 3 Pistolen hier, Alter. Ja, der hat einen riesen Jackpot bei dir, ohne Scheiß. Vor allem, wenn er Munition hat, wenn er ein Scharfschütze ist. Warum habe ich nur noch 2 Pistolen? Eine von den Missionen hat er beim letzten Server-Stots offensichtlich. Vielleicht hast du die noch, Dennis? Ich guck mal. Nee, ich habe keine Pistole. Shit, dann ist die weggeglitscht beim letzten Serverabsturz. Ich hab nur den Baseballschläger und die Cappy. Naja, immerhin. Okay, dann wir verabschieden uns. Machen wir mal hier ein Päuschen. Und in der nächsten Folge wird's dann richtig spannend. Wir gehen dann nach Elektro und gucken, ob wir dann wirklich da überleben und ob der Scharfschütze uns in Ruhe lässt. Wenn es überhaupt einer ist. Auf nach Elektro. Tschö. Ciao. Nervenaufreibend. Da wurde scheinbar auf uns geschossen. Irgendwo sitzt da wer in Elektro und will uns ans Leder. Wir müssen irgendwie flüchten, gerade noch entkommen. Und in der nächsten Folge wollen wir uns dann mal wieder in die Stadt wagen, denn wir brauchen die Ressourcen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin.